ja. So, und wir müssen gleich hier links zu dem Bussteig. So, und da warten auch wieder einige Leute. Also mein lieber Mann hier, da fahren echt einige mit uns heute. Haben wir eigentlich selten, dass so viele Leute mitfahren, der Bus so voll wird. Aber sehr cool. Hallo, guten Tag, hallo. Einen normalen Fahrschein, bitteschön. Und 30 und 2. Guten Tag. Hallo, hätte gerne einen Fahrschein. Jo, einen Fahrschein, bitteschön. 30, 2 und 5, bitteschön. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Ja, einen Fahrschein. So, da ist er, bitteschön. Oh, wir haben noch eine Minute Verfrühung, also können wir hier ein bisschen warten. Eine Tageskarte, bitte. Also so eine Fahrkarte von morgens bis abends. Aha, ja, sehr gute Erklärung, genau. Ich weiß genau, was Sie meinen. Bitteschön. Da ist der Fahrschein. Ein normales Ticket, bitte. Jo, kein Problem. Bitteschön. Und 30 und 2 fliegt daher zurück. Guten Tag. Nee, doch, egal. So, da haben wir jetzt noch 40 Sekunden hier Zeit. Also an manchen Haltestellen ist es auch so gemacht, dass ihr da noch so ein bisschen länger dann stehen bleiben könnt. Also da ein bisschen noch Verfrühung sozusagen habt, also noch ein bisschen Wartezeit an Haltestellen habt, bevor ihr dann erst weiterfahren müsst. Genau, und dann komme ich jetzt auch gleich aufs nächste zu sprechen, und zwar ist geht's da um die Wegweise, die ihr hier seht. Ihr seht einmal hier diese gelben Pfeile und dann diese orangenen Pfeile, und zwar, gehen wir davon aus, wir haben keine Linie, keinen Fahrplan ausgewählt, dann ist es so, dass, warte, muss ich das mal kurz gucken, dass hier frei ist. Ja, ist frei, okay. Wenn ihr keine Linie ausgewählt habt und die, jemand drüber? Ja. Wenn ihr keine Linie ausgewählt habt und dann die Wegweiser und Haltestellenanzeigen aktiviert, dann werden euch, also wenn ihr keinen Fahrplan aus, ihr habt keinen Fahrplan ausgewählt, aktiviert dann die Wegweiser und Haltestellenmarkierung. Lass die Finger mal vom Handy und schalt mal vernünftig. Oh ja, hallo, ist doch gut. Wo ist das Problem? Also nochmal, also wir haben jetzt keinen Fahrplan ausgewählt und aktivieren dann die Wegweiser und Haltestellenmarkierung, dann sind nur die Pfeile, die jetzt eben da gelb waren, dann erscheinen dann nur. Und diese orangenen Pfeile, die seht ihr dann nicht. Also die erscheinen erst, wenn ihr einen Fahrplan ausgewählt habt, also erst, wenn ihr eine Linie ausgewählt habt, die ihr fahren wollt. Und dann erscheinen auch nur die orangenen Pfeile, die nötig sind, die auf dieser Strecke der Linie dann erscheinen. Hä? Was ist denn da los? Ich fahre hier wunderbar, kein Unfall, gar nichts. So. Guten Tag, hallo. Einmal normal, jo. Bitte schön, euer mal 1 Minute 30 Zeit. Also nochmal kurz. Danke. Die orangenen Pfeile, die erscheinen erst, wenn ihr einen Fahrplan ausgewählt habt. Und dann erscheinen auch nur die orangenen Pfeile auf der Strecke von dieser Linie. Also wenn wir jetzt die 180 fahren, dann erscheinen nur die orangenen Pfeile. Die gelben Pfeile sind natürlich dann auch noch da, aber die orangenen Pfeile kommen noch zusätzlich dazu. Die erscheinen aber erst, wenn ihr einen Fahrplan ausgewählt habt, und die kommen dann, da steht dann nicht oben irgendwie drüber Linie 180 oder so, sondern steht dann halt die Endhaltestelle in dem Fall drüber. Und genau, da erscheinen dann aber auch nur die orangenen Pfeile für die Linie 180 in diese Richtung. Also ihr seht, wenn wir jetzt mal von hier gucken, erscheint hier nicht der orange Pfeil für die 180 jetzt wieder zum ZOB, sondern wenn wir jetzt den Fahrplan vom Heidhausen Bahnhof nach ZOB ausgewählt hätten, dann würde nicht der orange Pfeil, der da vorne nach links zeigt, hier erscheinen, sondern der wäre dann nicht da, sondern dann wäre nur der orange Pfeil da, der von hier nach da zeigen würde, dass man weiß, man muss denn hier abbiegen. Und außerdem, wenn ihr dann den Fahrplan ausgewählt habt, erscheinen auch nur die Haltestellenmarkierungen von den Haltestellen, wo ihr anhalten müsst. Also ihr seht, hier drüben an der Haltestelle ist keine Haltestellenmarkierung, weil da werden wir auf der Fahrt auch nicht anhalten. Also wenn ihr einen Fahrplan ausgewählt habt, dann erscheinen noch zusätzlich diese orangenen Pfeile, die euch dann zeigen, wo ihr da langfahren müsst. Die gelben Pfeile sind eigentlich auch nur an ZOB, an etwas größeren Haltestellen im Hauptbahnhof oder so, so mit mehreren Bussteigen und so weiter. Und genau, so ist das Ganze. Tür soll ich natürlich auch zumachen. So, der fährt auch die 180er Kollege. Der fährt aber einen Solo-Bus, und den hätten bestimmt nicht die ganzen Leute hier reingepasst. Mein lieber Mann, ist da viel los. Genau, und wenn ihr einen Fahrplan ausgewählt habt, dann erscheinen auch nur die
Haltestellenmarkierungen an den Haltestellen, wo ihr auch anhalten müsst. Das heißt, wenn ihr jetzt an eine Haltestelle kommt, aber da zum Beispiel keine Haltestellenmarkierung ist, dann müssten wir dann da auch nicht anhalten. Ist auf jeden Fall auch sehr cool gemacht bei der Map, weil dann sieht man genau, aha, da vorne ist eine Haltestelle, wo ich auch anhalten muss. Und das mit den Wegweisern finde ich eigentlich auch ganz gut, weil da muss man nicht immer gucken, wo steht jetzt die Linie 180, welche Richtung biegt die hier an der Kreuzung ab. Wenn zum Beispiel da ganz viele Linien stehen, muss man gucken, wo ist die 180 und so weiter und so fort. Also ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, dass dann auch nur die Pfeile erscheinen, die nötig für diese Linienfahrt sind. Ich glaube, so ist ganz gut erklärt. Hoffe ich mal. Ja. Nun, aber mal nicht ganz so sparsam. Ja, da dürfte noch was fehlen. Ja, ja, ja. Hallihallo, guten Tag, hallihallo. So, und Tür ist zu. Es geht weiter. Genau, also ich hoffe, ihr habt es so verstanden mit den Pfeilen, wie ich das erklärt habe. Also nur die Pfeile, die für die... Nur die Pfeile und Haltestellenmarkierungen, die für die Linienfahrt nötig sind, die erscheinen auch, ja. So sollte es eigentlich ganz gut verständlich sein. So, bei der Map sind auch übrigens hier... zwei Repaints hier, passend für die Map dabei. So, hier haben wir jetzt halt mal einen gelben Pfeil. Als Ausnahme. So, müssen wir runterbremsen. Ja, nur 30 ist hier erlaubt. Genau, also bei der Map sind hier auch zwei Repaints dabei. Unter anderem halt auch hier für den C2 als Gelenkbus und als Solobus. Und zwar ist das eine halt hier, das, was wir jetzt hier im Moment als Lackierung auf dem C2G drauf haben. Und das andere ist das, was ihr ganz am Anfang von dem Teil gesehen habt. Da ist ja so ein Kollege an uns vorbeigefahren. Guten Tag, hallo. Und da hatte ich ja gesagt, der hat hier die Lackierung für die Subunternehmen drauf. Genau, die ist so mehr im Grün gehalten, sage ich mal. Werden wir bestimmt auch irgendwann mal hier auf der Map mit der Lackierung fahren. Dann werdet ihr das auch mal sehen. Da haben wir jetzt wieder einen orangenen Pfeil zum Beispiel. Und da oben drüber steht die Endhaltestelle, genau. Es geht hier nach Heidhausen. Also wie gesagt, zwei Lackierungen sind hier bei der Map mit dabei. Die Lackierungen sind unter anderem halt für den O530, O530G, hier für den C2 und C2G, dann für den MAN, NL und NG und für die anderen Busse weiß ich es gar nicht. Ich glaube für den Solarius oder so wie die Marke heißt, für den Bus. Ja. Da habe ich aber die falsche ausgewählt, einmal Storno. Genau. Ja, ja. Bitteschön. So. Und linker, links. Weiter geht's. Genau, das sind auf jeden Fall zwei sehr schöne Lackierungen hier dabei für einige verschiedene Busse. Unter anderem halt die, die ich gerade aufgezählt habe. Und ich glaube auch noch ein paar andere, aber ich weiß es nicht ganz genau. Aber für die, die ich gerade aufgezählt habe, sind auf jeden Fall hier bei der Map diese zwei Lackierungen dabei. Und ich finde, die Lackierung sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. In diesem Orange mit dem Weiß und so, können wir uns gleich mal an der nächsten Haltestelle von außen angucken. Ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, die Lackierung. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Sieht auf dem Bus auf jeden Fall auch richtig cool aus. Und bei der Lackierung ist halt hier auch dieses Mercedes-Benz-Logo mit eingebaut, das vorne auf dem Bus drauf ist und auch hinten. Und das halt auch, da Citaro steht und nicht Gelenkbus. Guten Tag, hallo. Also ich finde, die Lackierung sieht schon wirklich richtig geil aus hier mit dem Weiß, dann dem Orange. Und das sieht auf dem Bus halt einfach echt richtig cool aus. Und hier halt das Mercedes-Benz-Logo und Citaro ist halt hier auch mit umgesetzt. Also sieht auf jeden Fall richtig geil aus, die Lackierung, finde ich. Ist auf jeden Fall sehr gut geworden. Auch die Lackierung für die mit dem Subunternehmen ist auf jeden Fall auch sehr gut, finde ich. So, und so viel eigentlich auch schon zu den Repaints. Genau, gibt es halt hier, wie gesagt, zwei bei der Map dabei für einige Busse. Genau, haben wir es jetzt schon mit den Wegweisern, den AI-Listen, den verschiedenen... Oh, ein bisschen schnell bin ich gerade. So, Freifurter Straße ist die nächste Haltestelle. Wir können gleich mal auf den Fahrplan gucken, wie weit wir denn schon gekommen sind. Wir sind auch echt richtig gut in der Zeit. Mal gucken, ob wir es heute schaffen, planmäßig an der Endhaltestelle anzukommen. Wäre auf jeden Fall sehr cool. So, und wir biegen hier rechts ab. Erstmal geht es in Richtung Kirchdorf und dann von dort aus dann weiter nach Heidhausen, weil ihr, wie gesagt, die 180 entweder bis nach Kirchdorf fährt, das ist dann die kürzere Fahrtstrecke, oder auch ab und zu mal nach Heidhausen fährt, also ist dann halt die längere Strecke. Guten Tag, hallo. Eine Fahrkarte für die Dame, ja, kein Problem. Bitte schön, haben Sie Ihren Fahrschein hier. Nehmen Sie ihn sich gerade und dann kriegen Sie natürlich auch ein bisschen Rückgeld. So, bitteschön.
Und weiter geht's. Echt richtig gut in der Zeit. So, da können wir noch raus, bevor die Fahrzeuge hinter uns kommen. So, und hier sollten jetzt wieder 50 erlaubt sein. Nächster Halt, Haus Seeblick. So, zur Haltestelle Haus Seeblick geht's jetzt. 1:30 Uhr Verfrühung, also echt super in der Zeit. So, das haben wir echt selten, aber es freut mich echt riesig, dass wir so gut in der Zeit sind. Und wenn wir jetzt auch keinen Unfall bauen, dann sieht das auch weiterhin gut aus, dass wir pünktlich an der Endhaltestelle ankommen werden. So, hier sind wir jetzt aus... Wo sind wir jetzt draußen? Gucken wir kurz, war das Ruhrau? Genau, Ruhrau haben wir jetzt verlassen. Und die nächste Ortschaft, die Landstraße entlang, wäre dann Heiligenfeld in 10 Kilometern. Und hier sind jetzt 60 km/h erlaubt. Und da vorne haben wir schon die nächste Haltestelle. Scheint so, als ob wir da dann etwas länger stehen bleiben werden. So, Blinker schön früh setzen, damit die hinter uns wissen, dass wir hier gleich anhalten werden. Jetzt machen wir hier mal den Warnblinker an der... Kurz Bus absenken. So, können die Leute besser einsteigen hier. Na, die Dame, wollen sie einsteigen oder wollen sie nicht einsteigen? Mal ein Stück zurück. Vielleicht steigt sie dann ein. So, nochmal, Bus absenken. Also hier können die Leute deutlich besser einsteigen, wenn der Bus abgesenkt ist. Ne, dann will sie halt nicht einsteigen, dann eben nicht. Können wir auch nichts ändern. So, und in 20 Sekunden geht's weiter. Gucken wir mal. Ah, da kommen doch ein paar Fahrzeuge hinter uns. Und da vorne geht's gleich enge Kurven entlang und 50 km/h sind da maximal erlaubt. Ach komm, dann würde ich sagen, fahren wir auch weiter, müssen die Autos hinter uns gehen. Scheiße! Und schon den Unfall gebaut. Ach du lieber Gott. 7 Minuten. Scheiße. So, jetzt aber auch den Vorwärtsgang, nur weil ich eben den Rückwärtsgang noch eingelegt hatte. So ein Mist aber auch. Ah, das ärgert mich jetzt aber auch. Scheiße. Ich habe ja direkt den Vorwärtsgang eingelegt. Naja gut, 7 Minuten Verspätung haben wir jetzt. Geht ja auch noch. Aber mal gucken, vielleicht holen wir da noch was raus. Ist ja schon noch ein bisschen was wir fahren müssen. Die nächste Haltestelle ist ja noch nicht die Endhaltestelle. So, und... Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht. Ja, Mensch, nur weil ich mal ein bisschen Gas gebe, nicht wieder Gas gebe und so weiter und so fort. So, und da haben wir die nächste Haltestelle. Und zwar Naturbad Blauer See. Hier bei dem Handbuch von der Map, da ist auch immer zu den verschiedenen Linien so ein ganz kurzer Text geschrieben, so ein paar Sätze und... Mensch. Ja, schon ja. Spät. Und da wollte ich euch dann auch mal kurz das, was hier in dem Handbuch zur Map, nicht zur Map, sondern zu der Linie 180 geschrieben ist, wollte ich dann auch, euch auch mal vorlesen. So, hier parken auch einige Leute, sind wahrscheinlich alle im Naturbad. So, und da vorne ist die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben, dann können wir mal Gas geben. 100 km/h sind ja auf der Landstraße maximal erlaubt, müssen wir mal gucken wegen den Kurven, dass wir da aber nicht zu schnell sind und aus der Kurve fliegen. So, aber hier können wir es mal ein bisschen beschleunigen, hier geht es ja schön geradeaus. Und jetzt haben wir 5 Minuten Verspätung im Moment, mal gucken, vielleicht schaffen wir es noch runter auf 2 Minuten oder so. Schauen wir einfach mal. So, jetzt haben wir hier eine schöne Überlandstrecke. Genau, und von Ruhrau aus zur nächsten Ortschaft waren es ja 10 Kilometer und das war ja Heiligenfeld. Genau, und das ist jetzt auch die nächste Haltestelle. Die heißt auch Heiligenfeld. Das heißt, da geht es jetzt als nächstes hin für uns. Und zwar da vorne dann rechts. Okay, ja, weiter in Richtung Kirchdorf. So, ab hier sind wieder 60. Und die Ampel ist noch rot. Mal gucken, ob wir bei der nächsten Grünphase drüber kommen. Werden wir sehen. Also ich finde, der Bus sieht mit der Lackierung echt richtig gut aus. Besonders gut finde ich ja, dass hier bei der Lackierung das Mercedes-Benz-Logo und Citaro mit umgesetzt wurde. Das macht das Ganze einfach nochmal viel, ja, nochmal deutlich besser, weil dann einfach auch das passende Logo vorne drauf ist und da auch Citaro steht und so ist halt auch ein echtes. Also so sieht der Bus einfach nochmal viel geiler aus. Und ich finde die Lackierung mit dem Orange und dem Weiß und hier den schwarzen Felgen und so, das sieht einfach echt richtig geil aus. Ist auf jeden Fall echt top geworden, also generell die Map und das alles, die ganzen Features von der Map gefallen mir wirklich sehr, sehr gut mit den verschiedenen AI-Listen, dann wie das hier mit den Pfeilen geregelt wurde, ist auf jeden Fall echt sehr gut gelungen. Da von mir an der Stelle hier mal ein dickes fettes Lob an die Entwickler, wirklich eine Top-Map 1A nur zu empfehlen.
So, hier wunderbar sind wir um die Kurve rumgekommen und jetzt folgen wir mal hier dem Taxi, dem LKW, zur nächsten Haltestelle. So, und da vorne scheint auch schon die nächste Ortschaft zu sein. So, genau, haben wir es. Heiligenfeld. Da kommt auch schon bald die nächste Haltestelle. So, also aufpassen, dann laufen die Leute hier über die Überwege da drüber. Nicht, dass wir jemanden umfahren. So, das Taxi will links abbiegen, kann es aber eigentlich problemlos, da kommt ja kein Gegenverkehr.